Ich stehe mit dem Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker. Herr Hafenecker, die heutige Pressekonferenz war über die Verharmlosung linksextremer Gewalt. Wie zeigt sich dieser Linksextremismus nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland? Ja, also wir sehen, dass es hier eine zunehmend aufgeheizte Stimmung gibt. Das Ganze dürfte ihren Ausgang oder seinen Ausgang in der Bundesrepublik Deutschland nehmen. Wir haben jetzt den aktuellen Fall mit dem Anschlag auch auf den AfD-Chef Krupalla, der sicherlich entsprechend zu bewerten sein wird. Und wir haben auch auf einen anderen Fall hingewiesen, und zwar auf den Fall der sogenannten Hammerbande. Das ist also eine Bande, die seit dem Jahr 2015 operiert und Dutzende Anschläge auf willkürlich ausgewählte Menschen verübt hat. Also man hat da irgendwie nur gemeint, also wenn jemand irgendwie rechts ausschaut, ist er mit Hämmern attackiert worden. Diesen Menschen ist schlicht und ergreifend der Schädel eingeschlagen worden. Und da gibt es interessante Spuren, die zum einen nach Ungarn führen und von Ungarn zurück nach Österreich. Also wir haben durchaus Grund zur Vermutung, dass die Hammerbandenanschläge aus dem Jahr 2023, nämlich genau genommen aus dem Februar, die in Budapest stattgefunden haben, unter Umständen in Innsbruck in einem linksautonomen Café geplant worden sein könnten. Sie haben ja vorher auch den Fall Teichtmeister angesprochen. Was für Zusammenhänge gibt es da? Auch das ist interessant, denn einer der mutmaßlichen Mittäter der Hammerbandenanschläge ist dabei erwischt worden, dass er kinderpornografisches Material gehortet hat. Und wie immer gesagt, also jemand, der wie der Herr Teichtmeister zigtausende Kinderpornos auf seinen elektronischen Geräten hat, der wird sie nicht selbst zu Fuß aus dem Internet heruntergeladen haben, sondern da liegt für mich die Vermutung nahe, dass es sich hier um ein Kinderporno-Netzwerk handelt und dass die Ermittlungsbehörden in Österreich hier auf der einen Seite keine Verbindungen sehen oder nicht einmal in die Richtung ermitteln, ob es vielleicht hier einen Austausch gegeben hat, einerseits, und auf der anderen Seite auch hergehen und keine Verbindung zwischen den Anschlägen in Ungarn und einer vorbereiteten Veranstaltung, die sogar den Titel getragen hat, in einem linksautonomen Café in Österreich sieht. Das zeigt, dass unsere Behörden auf dem linken Auge ganz, ganz blind sind, und mit unserer Anfragenserie wollen wir die zuständigen Minister Karner, aber auch die Ministerin Sadic genau darauf aufmerksam machen. Was sagen Sie dazu, dass viele Medien und auch Behörden Linksextremismus eigentlich so verharmlosen? Ich halte das für ein tatsächlich großes Problem, weil das ein falsches Gefühl der Sicherheit für Linksextremisten verursacht in diesem Land. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Im Prinzip motiviert das zu Anschlägen gegen Rechts. In Deutschland wird das mittlerweile ganz, ganz offen kommuniziert. Es gibt hier Aufruf zu Mordanschlägen gegen hauptsächlich AfD-Politiker. Es werden Adressen irgendwie über soziale Medien kommuniziert und vieles mehr. Das alles führt zu einem Klima des Hasses und schlussendlich dazu, dass man es mittlerweile auch schon rechtlich duldet, dass man mit Gewalt gegen jemanden vorgeht, der schlicht und ergreifend eine andere politische Meinung hat. Ja, beim SORA-Strategiepapier ist ja auch gut herausgekommen, man möchte die FPÖ als Hasspartei darstellen. Ja, ich glaube, dazu gibt es ja gar nicht mehr zu sagen. Das heißt also, es gibt hier ein gewisses Framing, das hergestellt werden soll. Alles, was die FPÖ kommuniziert, ist schlecht und mit Hass besetzt. Ja. Das Ganze sieht man natürlich begleitet durch die Mainstream-Medien, spiegelt sich das ja jetzt schon wieder. Und auch die Strategien der anderen Parteien, natürlich in erster Linie der SPÖ, zeigen ganz genau, wohin die Reise gehen soll. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Österreicher mündig genug sind, auf diesen Lug und Druck nicht hereinzufallen. Und meine Frage noch zum Informationsfreiheitsgesetz, weil das jetzt so oft angesprochen wurde bei der Pressekonferenz. Ihre Partei wurde nicht informiert, habe ich gerade gehört. Ja, unser Justizsprecher Magister Stefan hat gesagt, dass es bis dato keine Kontaktaufnahme der Regierung mit uns gegeben hat. Heute soll es ja vorgestellt werden. Wir wissen noch nicht, was drinnen steht und warten natürlich auf weitere Entwicklungen. Sollten wir nicht gefragt werden, werden wir unsere Vorschläge dazu bringen. Kann man auch schlussendlich sagen, wenn Argumente nicht helfen, möchte man jetzt mit Gewalt gegen diverse politische Richtungen einfach vorgehen? Ja, das muss die Konklusion aus den aktuellen Entwicklungen sein. Und wie gesagt, wir haben hier eine extrem linke Partei in der Regierung sitzen, und dass hier gewisse Dinge so laufen, wie sie laufen, ist vermutlich kein Zufall. Ich würde aber nur eines noch dazu anfügen, und zwar, es muss auch eines klar sein. Wenn die ÖVP eine Regierung mit Herbert Kickl oder eine Regierung unter einem Volkskanzler Herbert Kickl ausschließt, dann ist der Umkehrschluss jener, dass der ÖVP wählt, auch eine linksextreme Partei in die Regierung setzen wird.